weiter schweigen, nur weil wir Angst haben, dass jemand irgendwas tut. The Who and the What ist der Titel eines Buches, an dem die junge Muslimin Zarina schreibt. Und sie beschäftigt sich darin mit dem Leben des Propheten und welches Bild man sich von Mohammed macht im Islam. Und das unter genderpolitischen Aspekten. Du kennst das arabische Wort für Vorhang? Hijab. Und wegen Mohammeds allzu menschlicher Ungeduld, mit seiner Frau zusammen zu sein, tragen Generationen muslimischer Frauen seinen Schlafzimmervorhang im Gesicht. Also wirklich. Das Außerordentliche bei diesem Stück finde ich, dass es ein so schweres Thema in einer unglaublichen Leichtigkeit erzählt, in alltäglichen Familiensituationen und auf sehr komödiantische und witzige, wirklich humorvolle Weise. Wenn sich hier was anbahnt zwischen zwei Menschen, dann kocht das Wasser bereits und kann nur noch abkühlen. Wie deine Mutter zu sagen pflegt, im Osten setzen wir den kalten Kessel auf, damit der Raum hat, sich mit den Jahren zu erwärmen. Dabei finde ich eben spannend, dass es nicht um ein spezifisch muslimisches Thema geht bei diesem Konflikt in dieser Familie, sondern es ist im Grunde genommen eine sehr moderne Auseinandersetzung, wie wir sie erleben, zwischen traditionellen und emanzipatorischen Weltanschauungen. Gehen wir. Saria!